Ihr könnt euch gerne natürlich auch mit einem Polster einrichten, mit einer Decke unterm Rist, wie es euch angenehm ist mit dem Sitzen. Schaut, dass ihr eine Körperhaltung wählt und euch sozusagen auch ermöglicht, eventuell durch gewisse Hilfsmittel, die euch dann nicht mehr beschäftigt. Das heißt, der Rist sollte wirklich angenehm am Boden aufliegen. Ich will keinerlei Druck in den Knien oder kein unangenehmes Gefühl in der Hüfte spüren. Ich will dieses Gefühl haben, ich kann meinen Rumpf wirklich schön über dem Becken ausrichten und diese Linie wiederum über die Fersenlinie bringen. Manchmal tendieren wir dazu, so ein bisschen den Oberkörper nach vorn zu bringen, wenn wir uns in der Position nicht wirklich wohlfühlen. Dann kann eben zwischen Fersen und Gesäß auch eine Unterlage helfen. Spürt die Aufrichtung, die dann möglich wird, über den unteren Rücken, entlang der Brustwirbelsäule, entlang des Nackens, hoch bis zum Scheitel. Verbindet gedanklich wieder diese Mitte des Scheitels nach oben hin. Lasst die Schultern sinken. Dabei aber den Brustkorb weit, den Schultergürtel lang halten. Dann beginnt euch auf den Atem immer mehr zu fokussieren. Vielleicht war schon der ein oder andere Atemzug bewusster da. Jetzt gehen wir da wirklich ganz gezielt in ein Wahrnehmen. Spürt all diese Punkte, die eure Ujjayi-Atmung, die wir jetzt so langsam aufbauen, ausmachen. Dieses bewusste Verengen der Stimmritze. Diese Balance aus Kontrolle und Führen, aber dann auch wieder den Atem geschehen lassen. Warten, bis er kommt und ihn dann nehmen und sozusagen dieses Stück weit verändern. Gebt diesem Rhythmus, der da entsteht, wirklich Zeit. Es muss sich so ein bisschen einschwingen am Anfang und dann kommt das Gleichmäßige ganz von allein. Wir spüren die Länge der Atmung, die Reibung, den Ton. Wir nehmen nicht nur den Atemvorgang an sich wahr, sondern auch die Pausen dazwischen. Und dann fokussiert es immer mehr auch wieder, was der Atem dann für eine Verbindung zum Körper herstellt. Diese Bewegung, die sich einstellt entlang der Wirbelsäule, im Bauch, im Brust, im Schulterbereich, die ihr beobachtet. Das, was sich dann in den Asanas auch ausdrücken sollte. Das, was wir auch wirklich mit viel Fokus erreichen, wenn wir in ein Asana hineingehen. Dass diese Verbindung aus Atem und Bewegung, die ja jetzt schon spürbar ist, obwohl wir noch nicht aktiv in der Bewegung sind,
dann wirklich stattfindet, wenn wir den Körper öffnen und schließen, wenn wir ihn drehen und strecken. Roxane ist noch dazugekommen, sehen tue ich dich noch nicht, aber vielleicht kannst du es noch einstellen, Roxane. Super. Mit der nächsten Einatmung beginnst du die Arme anzuheben, über die Seite, weit nach außen und dann weit nach oben zu führen. Und mit der Ausatmung senkst du die Arme wieder seitlich ab. Mit der Einatmung wieder öffnen. Mit der Ausatmung absenken. Noch einmal einatmen, öffnen. Wir bleiben, ihr lasst den rechten Arm hinterm Rücken beugen, sodass die rechte Hand nach unten zieht, die linke Hand greift auf den rechten Ellbogen. Sanftes Öffnen deinem Schulter im Oberarmbereich. Versucht das Brustbein leicht anzuheben und dann neigt den Körper nur so ein kleines Stück nach links. Schaut, dass die rechte Hüfte offen bleibt, die rechte Gesäßhälfte gut verankert. Immer wieder dieses Gefühl, ihr schiebt so ein bisschen aus dem unteren Rücken nach vor. Mit der Einatmung richtet euch wieder ganz gerade aus. Mit der Ausatmung löst es wieder über die Seite. Senkt die Arme ab. Einatmen, heben die Arme an. Auszieht der linke Arm nach hinten unten. Die rechte Hand geht zum linken Ellbogen. Langsam zuerst wieder diese Länge vorn suchen. Die Streckung über die Oberarmunterseite und dann wieder das Neigen, diesmal nach rechts. Versucht, euch immer wieder diese Verbindung aus Atem und Bewegung bewusst zu machen. Wenn ich da bin, auch wieder jetzt statisch und nicht dynamisch, wo spüre ich die Bewegung der Atmung? Dadurch, wie ich mich ausgerichtet habe, spüre ich einmal den Atem intensiver über diese linke Flanke, im linken Brustraum. Mit der Einatmung kommt es wieder zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung senkt es die Arme so ab, dass ihr hinter das Becken greift, die Finger zeigen nach vorn. Der Brustkorb öffnet. Der Blick kann zur Decke gehen. Lasst aber euren Nacken Zeit. Ich kann ihn im Verlauf der Praxis dann immer mehr wirklich auch in die Bewegung holen. Die Halswirbelsäule immer so als sozusagen Fortsetzung von dem, was schon im unteren Bereich der Wirbelsäule passiert. Mit der Einatmung kommt es dann wieder in ein gerade Sitzen und mit der Ausatmung lasst es die Arme weit nach vorn greifen und senkt in diese Art Kindhaltung mit nach vorn ausgestreckten Armen ab. Die Finger fächern auf. Ihr macht euch diesen Druck über Daumen und Zeigefinger das erste Mal bewusst, sodass dann auch die Ellbogen keinen Kontakt mehr zum Boden haben. Die Arme schon ein bisschen mehr in die Streckung kommen. Dann beginnt das Gewicht hin und her zu schieben mit der Einatmung nach vor, sodass der untere Rücken eher rund und stabil bleibt, sich eher Richtung Decke als Richtung Boden bewegt und ausatmen wieder zurück. Ihr
Sie wiederholt ein paar Mal und kommt, so wie die Mari, in dieses Gefühl, ihr seid ein bisschen in dieser Katze-Kuh-Bewegung. Wenn ihr nach vorn schiebt, eher rund, dann kippt das Becken, der untere Rücken schiebt vor, die Vorderseite wird länger und das Becken zieht wieder nach hinten. Dass so eine Art Welle entlang der Wirbelsäule entsteht. Ihr spürt die Mobilisation auch im Schulter, auch noch Richtung Ellbogenbereich, in den Handgelenken. Beobachtet, was sich natürlich anfühlt, vor allem im Bereich der Halswirbelsäule. Es ist fein, da ein bisschen mitzugehen in die Bewegung, aber nicht zu viel. Dann haltet das Gewicht vorn, stellt die Zehen, wenn ihr vorne seid, auf und kommt in die Fahrstellung hoch. Richtet euch einmal ein, findet euren Abstand, ungefähr sollte er passen, wenn wir aus der Position kommen. Und dann versucht dasselbe, es ist schwieriger in der Fahrstellung. Ihr macht euch rund, das Kinn bleibt bei der Brust, der Blick nach hinten, ihr schiebt das Gewicht bis über die Handflächen und von vorne, von diesem runden Stütz kippt das Becken, wie als würden die Sitzbeinhöcker mehr nach oben ziehen, der untere Rücken schiebt ein bisschen vor. Geht's in dieses Spüren hinein. Ihr dürft gern die Knie beugen, damit da mehr Bewegung wahrzunehmen ist. Es muss nicht von außen unbedingt so sehr diese Welle sein, wie es vielleicht für die Marietta schon möglich ist, damit es sich von innen so anfühlt. Schön langsam. Dann kommt in der V-Stellung wieder ganz zur Ruhe, lasst beide Fersen sinken. Spürt nochmal diesen offenen Schulterbereich, den langen Schultergürtel, den Druck über die Handflächen, aktiv über Daumen und Zeigefinger. Und dann kommt in kleinen Schritten nach vor. Am Ende der nächsten Ausatmung lasst den Oberkörper Richtung Beine sinken. Öffnet, indem ihr euch nach oben aufrichtet, die Arme schon über den Kopf mitnehmen. Und mit der Ausatmung senkt die Arme ab. Bleibt einen Moment im Samastiti. Spürt den Atem im Fluss. Die Körpermitte jetzt auch ganz bewusst in diese Aktivität holen, die sicher schon öfter da war. Beckenboden hebt an, unser Mula-Band, der Nabel zieht nach innen. Und dann heben wir die Arme mit der Einatmung, öffnen nach oben. Aus kommt es in die Vorbeuge. Mit der Einatmung in die halbe Vorbeuge, vielleicht lösen sogar die Finger leicht vom Boden und dann steigt es nur rechts. Wir fangen gleich mit so einem Ausfallschritt an zurück. Nehmt euch ein bisschen Zeit, euch einzurichten und bewegt euch dann sanft in der Position. Wir wollen dann, wenn wir weitergehen, das Knie über der Ferse, aber jetzt dürft ihr da ruhig ein bisschen verändern. Aus dem Becken ausgehend, ein bisschen in alle Richtungen schieben. Spüren, wie auch die Wirbelsäule vielleicht wieder ein bisschen runder wird, dann ein bisschen öffnen. Nach rechts, links, sodass die Hüfte mobilisiert und auch an diese Öffnung gewöhnt wird. Dann findet euch wieder statisch ein, mit dem linken Knie über der linken Ferse, mit einem ganz aktiven hinteren Bein
Und richtet euch mit der Einatmung über den Oberkörper so auf, dass die Arme parallel nach oben ausgerichtet sind. Achtet darauf, dass das Knie nicht nach innen sinkt. Und öffnet dann mit der nächsten Ausatmung in so eine Kaktushaltung. Die Ellbogen beugen, die Handflächen zeigen nach vorn. Der Schultergürtel bleibt weit und die Schulterblätter ziehen so im unteren Bereich zusammen. Versucht es noch nicht zu stark in eine Rückbeuge zu gehen, wir forcieren das nachher dann eh, sondern eher dieses Gefühl, die Arme arbeiten nach hinten, das Brustbein nach vorne oben. Mit der nächsten Ausatmung lasst die Fingerspitzen oder Handflächen auf Fußhöhe zum Boden gehen. Und beginnt ganz langsam das linke Bein ein bisschen zu strecken. Wir gehen nur ungefähr so auf 70-80% unserer Möglichkeit an Dehnung. Das heißt, ihr haltet euch wirklich bewusst so ein bisschen zurück. Ihr könnt den Nacken langsam ganz entspannen, den Blick dann Richtung Nase bringen. Aber so dieses Gefühl, ich gehe in eine Dehnung, bei 70-80% bin ich ja durchaus in einer Streckung, aber ich lasse mir einen Spielraum. Ich lasse mir nicht nur einen Spielraum für meine Dehnung, sondern auch diesen Spielraum, dass eben mein Fokus vielleicht noch mehr am Atem bleibt, auf den Bandas bleibt, dass ich das so ein bisschen auch festigen kann, bevor ich intensiver in die Bewegung hineingehe. Atmet vollständig aus und mit der nächsten Einatmung beugt es wieder im linken Bein, bringt die Hände flach zum Boden, steigt es mit der Ausatmung in den Stütz, haltet dort ein Einatmen inne und legt es dann in Bauchlage mit der Ausatmung ab. Bringt die Finger und die Spitzen aufgestellt nach außen, auf Schulterhöhe, die Ellbogen noch leicht gebeugt. Und öffnet es dreimal sanft, wieder wie so eine Welle, komme ich ein kleines Stück mit der Einatmung hoch. Gehe mit der Ausatmung wieder nach unten. Vielleicht ein kleines Stück höher mit der zweiten Einatmung. Mit der Ausatmung wieder nach unten. Viel Druck über die Fingerspitzen bleibt beim dritten Mal das Ausatmen und das nächste Einatmen über. Hebt es noch mehr aus dem Brustraum. Und wenn ihr mit der Ausatmung wieder absenkt, rutschen die Handflächen unter Brusthöhe zurück. Und ihr geht es über die Kobra, egal ob jetzt die kleine oder die hohe Variante, weiter. Und wechselt es dann in die V-Stellung. Richtet es euch gut ein. Beginnt dann dynamisch das rechte Bein mit der Einatmung zu heben. Mit dem Ausatmen das Knie zur Brust zu ziehen, das Gewicht nach vor zu verlagern. Ein zweites Mal. Denkt euch die Ferse, wenn ihr fortzieht, noch eher Richtung Gesäß. Wie als würdet ihr in diesem Fersensitz sozusagen sein, das Knie bei der Brust. Ein, noch einmal öffnen. Ausziehen wir nach vor, versuchen vorne das Einatmen über zu halten, zu bleiben. Und stellen dann vorne mit der Ausatmung möglichst leise und kontrolliert den Fuß ab. Ein, der linke Fuß dazu, wir öffnen in die halbe Vorbeuge, aus, das Schließen. Einatmen, richtet euch nach oben auf und ausatmen, senken die Arme in Samasthiti ab. Ein, öffnen wir wieder. Ausatmen, senkt es vorn über. Ein, macht es euch lang und wenn der linke Fuß zurücksteigt, achtet darauf, dass er leise aufsetzt, dass das rechte Bein schon dementsprechend beugt, dass ich das Aufsetzen kontrollieren kann.
Und dann spielt ihr euch wieder mit der Position. Das hintere Bein darf noch diese Aktivität verlieren. Das Knie darf die Position über der Ferse noch verlieren. Mobilisiert im Becken, im Hüftbereich. Findet einen Rhythmus in der Atmung und einen Rhythmus in der Bewegung. Die müssen nicht gleich sein, um zusammenzupassen. Dann spürt wieder langsam die Ausrichtung. Der rechte Fuß, der gut verankert ist über die große Zehe, das rechte Knie, das über der Ferse steht. Das aktive linke Bein, das wirklich Gewicht auch vom vorderen Bein nimmt und euch dann in der Aufrichtung unterstützt. Langsam kommt der Oberkörper und die Arme nach oben. Je aktiver die Beine, umso weniger Druck kommt auch Richtung unteren Rücken. Wir beugen wieder in die Kaktushaltung mit der Ausatmung. Spüre den Rumpf wirklich noch überm Becken. Nur eine ganz kleine Rückbeuge, die sich da ja fast automatisch ergibt. Wenn ich merke, ich komme in diese Rückbeuge nicht hinein, auch wenn das jetzt für die, die mit mir üben, nicht der Fall ist. Ich kann das rechte Bein, ihr könnt es probieren, so ein bisschen mehr strecken. Dann den Oberkörper mehr aufrichten und dann beuge ich wieder. Also wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht in diese Mobilität, dann hilft das. Mit der nächsten Ausatmung bringt es die Fingerspitzen oder Handflächen auf Fußhöhe zum Boden. Und denkt dran, wir strecken nicht im vollen Ausmaß, sondern wir gehen auf diese 70-80% an Länge im rechten Bein. Entspannt jetzt, Momo, wirklich euren Nacken. Das Trishti ist die Nase, die Bandas sind aktiv. Und ich finde eine Position, wo ich bleiben kann. Achtet drauf, Steff, dass die rechte große Zehe gut in Kontakt hält. Ich habe immer diese Spirale, der Innenfuß. Also die rechte große Zehe, die da mehr nach innen arbeitet. Wenn wir jetzt das obere Ende nehmen, die rechte Hüfte, die nach hinten oben zieht, die mehr nach außen arbeitet. Sodass ich dieses lange, stabile Bein habe in der Streckung. Mit der Einatmung beugt das rechte Knie. Ausatmen kommt es in die Stützhaltung, bleibt das Einatmen über. Und dann geht es schon in eurer Möglichkeit weiter. Wer nicht ablegen muss, beugt die Arme so weit wie möglich und wechselt dann über das Rollen oder Umlegen der Füße in die hohe Kobra. Und dann in die Fahrstellung. Nehmt euch ruhig wieder ein, zwei Atemzüge, um euch einzurichten. Um dann dynamisch zu öffnen und zu schließen über die Hüfte. Es ist wichtig, dass der Abstand nicht zu weit ist. Es kann noch ein bisschen helfen, den rechten Fuß eine Spur Richtung Mitte zu stellen. Und dann beginnt sie über die linke Seite. Einatmen, das Bein zu heben, aus, das Knie zur Brust, die Ferse zum Gesäß zu holen und das Gewicht nach vorn zu verlagern. Ein zweites Mal. Traut euch noch ein bisschen vor in der Linie, auch Mari, dann vor allem, wenn der Fuß abstellen möchte. Ein drittes Mal. Beim dritten Mal haben wir dann vorne gehalten, das heißt, wir haben ausgeatmet, dann vorne mit dem Einatmen gehalten und dann stellt der Fuß ab, die Schulterlinie variiert noch ein bisschen vor, wenn du ihn abstellst. Und dann kommt der rechte dazu mit der Einatmung, wenn möglich noch die halbe Vorbeuge. Aus, das Schließen. Ein, das Öffnen nach oben. Aus, Samastiti. Wir nehmen uns wieder einen Moment in Samastiti. Der Atem fließt. Spürt die Bandas.
gehen mit dem, was da schon an Elementen da war, ein bisschen weiter. Mit der Einatmung öffnen wir wieder, heben die Arme. Ausatmen in die Vorbeuge. Ein, die halbe Vorbeuge. Aus in den Stütz und absenken. Kann auch ein Sprung sein für die, die möchten. Einatmen in die Kobra. Schön die Ellbogen anlegen. Die Arme strecken, wenn ihr ganz hoch geht. Und aus ins V. Das rechte Bein hebt mit der Einatmung. Mit der Ausatmung. Macht zu den weiten Schritt vor den Außen. Kontrolliert, wie wenn wir die Pause hätten. Aktiviert das hintere linke Bein. Richtet euch mit der Einatmung auf. Und dann gehen wir in den Wechsel. Mit der Ausatmung versucht ihr über die Kaktusarme so ein bisschen mehr in die Rückbeuge zu gehen. Mit der Einatmung zieht sie die Arme weit nach vor und legt den Oberkörper so ein bisschen drüber über das rechte Bein. Mit der Ausatmung richtet sie euch wieder auf. Versucht das Brustbein zu heben, die Schultern abzusenken. Mit der Einatmung das Kinn wieder eher zur Brust, die Arme nach vor. Ein drittes Mal. Und wenn ihr vorne seid, bringt die Hände mit der Ausatmung zum Boden. Und versucht jetzt mehr in die Dehnung zu kommen. Vielleicht ist es notwendig, dass ihr auf die Fingerspitzen geht. Nähert euch den 90-95%. Spürt wieder Atem, wenn ihr die Position haltet. Euch dann vielleicht zu diesen 99 bringt. Wenn ich zu sehr nach außen ausweiche in der Linie, in dieses O-Bein, dann lieber wieder ein bisschen in die Beugung. Versucht es wirklich zu spüren. Große Zehe gibt Druck nach innen. Dann habe ich das Gefühl, ich ziehe ein bisschen übers Sprunggelenk nach außen. Dann am Ansatz sozusagen wieder nach innen über den Unterschenkel, Oberschenkel nach außen. Tiefes Ausatmen. Und dann verlagern wir, indem wir mit der Einatmung das rechte Bein wieder beugen, das Gewicht nach vor. Und heben das linke Bein Richtung Decke an. Lasst euch Zeit. Wenn ihr es euch vorstellen könnt, nehmt die rechte Hand dann nach hinten Richtung rechte Wade. Lasst die linke am Boden und zieht euch nochmal so ein bisschen näher zum rechten Bein. Nutzt sozusagen wirklich diese Armkraft. Dann stellt die rechte Hand wieder ab. Kurz mit der Einatmung den linken Fuß zum rechten dazu und öffnet. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Ein, das Öffnen nach oben. Ausamastiti. Wir gehen gleich mit der Einatmung weiter. Die Arme heben. Wenn es notwendig sein sollte, öffnet mal der Mund in der Vorbeuge, wenn ich ausatme. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Aus in den Stütz, kraftvoll absenken. Einatmen in die Kobra öffnen. Aus in die Fahrstellung. Ankommen und dann hebt das linke Bein mit der Einatmung an. Ausatmen, der Schritt so nach vor, dass ihr wirklich aus den Armen schiebt, aus dem Becken zieht, aus der Hüfte arbeitet. Einatmen, heben die Arme an. Bleibt, richtet euch über den nächsten Atemzug ein.
denkt dran, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt nicht in die Rückbeuge, vielleicht ein bisschen mehr das linke Bein zu strecken. Und dann geht es in dieses Wechselspiel. Ausatmen, die Kaktusarme, die Öffnung, ein, nach vorne ziehen. Euer Tempo, dreimal. Achtet gut auf die Stabilität über das linke Bein, der Fuß. Die Zehen, die auffächern, das aktive hintere Bein. Beim dritten Mal sind wir dann vorn geblieben, haben die Handflächen zum Boden gebracht und langsam versucht, das linke Bein jetzt wirklich intensiv in die Dehnung zu holen. Den Nacken lang. Die Fingerspitzen oder Handflächen am Boden, je nachdem. Mit der Einatmung beugt das linke Bein, mit dem Ausatmen verlagert sie das Gewicht und zieht es langsam das rechte Bein hoch. Lasst euch Zeit und wenn möglich geht dann die linke Hand zur Rückseite vom linken Unterschenkel. Ihr holt es wirklich gezielt dadurch den Oberkörper näher heran und versucht es aus der rechten Hüfte noch ein bisschen aufzudrehen, noch ein bisschen zu öffnen. Dann setzt die linke Hand wieder ab, einatmen, das linke Bein, das rechte schließen und ausatmen in die Vorbeuge. Ein, öffnet es nach oben und aussenken die Arme ab. Wir bleiben wieder ein paar Atemzüge in Samastiti. Versucht den Atem weiterhin gut mitzunehmen. Wir gehen wieder in eine Sequenz auf einer und dann auf der anderen Seite. Einatmen, öffnet es über die Arme. Ausatmen, kommt es in die Vorbeuge. Einatmen, macht es euch lang. Aus in den Stütz und absenken. Einatmen in die Kopf und dann schaut, dass die Ellbogen gut anliegen. Ausatmen in die Fasche. Richtet euch ein. Wir beginnen mit der linken Seite. Ihr hebt mit der Einatmen wieder dynamisch das Bein an. Zieht es mit dem Ausatmen mittig nur mal über das Knie zur Brust. Wir machen es wieder dreimal. Ein, wieder nach hinten oben, aus, das Knie zum linken Ellbogen. Ein, wieder nach hinten oben, aus, das Knie zum rechten Ellbogen. Wir bleiben, atmen jetzt ein. Und dann versucht sie, das linke Bein nach rechts außen zu strecken, sodass vielleicht sogar der Fuß auf Höhe von der rechten Hand kommt. Wir drehen die rechte Ferse nach außen, verlagern so das Gewicht in die linke Hand und dann zieht so einen Bogen im rechten Arm. Das heißt, streckt sie nicht nur nach oben, sondern versucht sie zuerst nach vorzuziehen, über den Kopf und dann so ein bisschen nach hinten, wirklich aus der Hüfte rauszuschieben. Wenn es zu viel ist, bleibt sie irgendwo
am Weg dorthin. Vielleicht auch mit der rechten Hand noch am Boden. Schaut, dass kein Druck in den unteren Rücken kommt, sondern Streckung in die rechte Hüfte. Und dann bringt es mit der Ausatmung, falls die Hand gehoben hat, die rechte Hand wieder zum Boden. Und von der Position kann ich gut in die Taube hineinziehen. Wenn mein Fokus mal dort ist, wo der linke Fuß Richtung rechtes Handgelenk geht und das rechte Knie versucht Richtung linkes Handgelenk zu gehen, dann schaue ich, ob ich da Richtung Boden absenken kann. Wenn das zu viel ist vom Winkel, kann ich natürlich jederzeit den Fuß weiter nach hinten holen. Legt es in der Taube so ab, wie es für euch möglich ist vom Winkel, das heißt das rechte Knie, der rechte Riss gehen dann zum Boden. Und langsam könnt ihr auch den Oberkörper nach vorne absenken. Wer möchte, kann die rechte Hand am linken Fuß lassen, dann bleibt einem oft auch mehr Möglichkeit, da wirklich in der Hüfte aufzumachen. Die starke Außenrotation. Wenn es notwendig ist, öffnet es wieder den Mund über das Ausatmen. Mit der Einatmung kommt es langsam über den Oberkörper hoch. Verlagert das Gewicht auf die linke Seite und holt es, wenn möglich, auch je nach Platz bei euch daheim, das rechte Bein dann über die Seite so weit nach vor, dass ihr irgendwann den linken Fuß dann berührt. Das heißt, der linke Fuß ist je nach Öffnung in der Taube auf Höhe vom Oberschenkel, vielleicht aber auch auf Höhe vom Knie oder sogar unter dem Knie. Wir nehmen mit der Einatmung den linken Arm hoch und wir setzen mit der Ausatmung die linke Hand außen zum rechten Unterschenkel. Das heißt, wir gehen ein bisschen in so eine gedrehte Vorbeuge. Ihr könnt die rechte Hand nach hinten setzen. Und euch da versuchen, ein bisschen zuerst in diese gedrehte Vorbeuge hineinzuarbeiten. Und wenn ihr möchtet, lasst den linken Arm dabei immer weiter nach rechts vorne greifen. Und vielleicht schiebt ihr dann den gestreckten linken Arm so ein bisschen gegen den rechten Fuß von außen. Könnt ihr euch dadurch weiter hineindrehen. Wenn ihr gut zieht über den Arm, spürt ihr vielleicht auch die Öffnung. So Richtung Oberarm, Schulteransatz, Richtung Achselhöhe. Atmet tief. Spürt, wie da natürlich auch viel Arbeit stattfindet Richtung Darm. Durch die Drehung, durch diesen Kontakt, der vielleicht da ist von Bauch und Oberschenkel. Mit der Einatmung richtet euch dann langsam auf. Und wir nutzen dann noch die Position vom linken Bein und gehen in dieses Überlappen. Lasst euch Zeit, vielleicht braucht ihr ein Hilfsmittel. Theoretisch würde ich mit dem rechten Fuß Richtung linkes Knie kommen und dann das rechte Bein umlegen. Dann hätte ich sozusagen wirklich diese Unterschenkellinie übereinander. Knie und Fuß jeweils auf einer Höhe. Aber es kann natürlich gut sein, dass das rechte Bein weiter nach außen rückt, dass das Knie höher steht. Ihr könnt euch da auch, wie gesagt, gerne wieder eine Decke oder einen Polster nehmen. Wenn ihr eine Position gefunden habt, dann geht's vorsichtig in die Vorbeuge. Ich will nicht, dass das linke Bein nah an mir dran ist. Also ich will nicht, Steff, das, was ich im Lotus habe oder im Schneidersitz. Ihr seid von der Hüfte her, vom Winkel sozusagen viel offener, also auch im Knie viel offener. Ich bin im Knie nicht auf Anschlag, auf Beugung, sondern fast eher so gedacht Richtung 90 Grad.
Momo, nicht das linke Bein ranziehen, so wie es in der Taube war. Jetzt hast du es dir hergeholt, das linke Bein. Denk dir nochmal, wie ist es in der Taube? Genau. Und dann holst du dir das rechte drüber. Genau. Das ist dieses Agnis Dembasana, ja? So heißt die Position. Schön vorsichtig. Dann sollte ich eigentlich so Richtung rechtes Gesäß, rechte Gesäßhälfte über den Oberschenkel, da sollte ich die Dehnung spüren. Aber gebt euch Zeit. Ich kann mir auch helfen mit einer Unterlage unter dem Gesäß, wenn ich merke, Steff, das könntest noch probieren, dass dich wirklich auf was Höheres draufsetzt, dann tut sich ein bisschen was. Dass ich in die Position so reinkomme, dass ich dann auch spüre, wie das arbeitet, diese starke Außenrotation, da braucht es schon viel Hüftöffnung. Langsam lösen wir mit der Einatmung aus. Kreuzen, so wie es sich ergibt. Das rechte Bein vorm linken. Wenn die Kraft da ist, versucht es zumindest durchzuwandern. Euch, wenn es geht, hochzudrücken mit Gesäß und Füßen in der Luft. Und dann einen nach dem anderen langsam, vielleicht müssen die Handballen heben, die Hände durch die Hände durch und dann in den Stütz wechseln. Bis zur Vorstellung. Wir gehen das Vinyasa wieder durch. Einatmen, springt oder steigt nach vor und öffnet. Ausatmen, schließen. Fließt durch die Bewegungen, die so vertraut sind, durch. Ein nach oben aufrichten. Die Arme heben, aus Samastiti, ein, wieder öffnen, spürt die Fußsohlen am Boden, in der Vorbeuge, aktives Uddiyana Bandha, ein, in die halbe Vorbeuge, aus, in den Stütz und absenken, ein, öffnen, aus in die Fahrstellung. Richtet euch ein. Und dann hebt das rechte Bein mit der Einatmung an. Zieht das erste Mal mittig Richtung Brust mit der Ausatmung nach vor. Ein, wieder anheben. Aus zum rechten Ellbogen, vielleicht so ein bisschen nach außen gedacht. Ein, wieder anheben, die Arme ganz lang lassen. Aus zum linken Ellbogen. Wir bleiben, wir atmen ein. Ihr dreht schon so ein bisschen aus der Hüfte und dann kommt der rechte Fuß außen zur linken Hand. Ich kann ihn absetzen und dann noch ein bisschen nachrücken. Ihr bringt ihn zum Boden, ihr dreht die linke Ferse nach außen, verlagert das Gewicht, wenn möglich, in die rechte Hand. Und denkt dran, diesen Bogen zu machen. Ihr zieht den Arm zuerst über die Seite, mal gerade nach vor über den Kopf und dann nach hinten. Wie bei Parsvakonasana und dann, genau, öffnet das Brustbein. Super. Das heißt, so eine Art Rückbeuge. Super. Ausatmen, bringt die linke Hand wieder zum Boden. Lasst euch Zeit. Spürt die Öffnung, die ihr euch schon erarbeitet habt. Und denkt euch den rechten Riss hinter das linke Handgelenk. Und dann erst das rechte Knie hinter das rechte Handgelenk. Dann bin ich ein bisschen weiter, Steff, eigentlich noch außen von der Beinposition. Genau. Und lasst euch Zeit mit der Taube. Ihr könnt gern die linke Hand am linken Fuß lassen. Das hilft mir, dass die rechte Hüfte offen bleibt, dass ich den Fuß so ein bisschen fixiere.
Ich will an sich vom Gewicht her wirklich direkt drüber stehen. Wenn die Tendenz ein bisschen nach rechts ist und das entlastet euch, dann macht es das natürlich. Aber nicht zu viel, dann geht die Öffnung verloren. Genau, ich kann auch gut wieder mit einer Unterlage arbeiten. Ein Block oder ein Polster unter der rechten Gesäßhälfte, wenn ich da auch noch sozusagen Raum habe Richtung Boden. Findet in einen Atemrhythmus zurück, der vielleicht durch diese Anstrengung verloren gegangen ist. So wie die Beinposition jetzt ist, übers rechte Bein, so bleibt sie. Richtet euch langsam auf, indem die Hände näher kommen, verlagert dann das Gewicht auf die rechte Seite, holt sie nach Platz, das linke Bein gestreckt, so weit nach vor, dass es irgendwann den rechten Fuß berührt. Und dann hebt mit der Einatmung den rechten Arm, greift so auf Höhe vom Schienbein nach links außen mit der rechten Hand. Die linke Hand kann ein bisschen nach hinten nachgreifen. Das heißt, zuerst wirklich fokussiert eine Drehung, dann immer tiefer in die Vorbeuge. Und wenn ihr möchtet, versucht es, den rechten Arm so zu strecken, dass die Armaußenseite gegen die linke Fußaußenseite schiebt. Die Handfläche dreht vielleicht nach außen. Eventuell könnt ihr dann auch diesen Zug über den Arm wahrnehmen, so Richtung Achselhöhle, je nachdem, wie tief ihr auch in der Vorbeuge seid. Tiefe Atmung. Entspannt in der rechten Hüfte. Wenn das Knie zu hoch kommt, um zu entspannen, dann müsste ich mir da wieder eine Unterlage nehmen. Aber oft ist es wieder dieses Hinschauen. Ah ja, ich habe ein bisschen angehoben, jetzt lasse ich wieder los. Und dann richtet ihr euch auf. An sich ist ja das rechte Bein durch die Taube so ausgerichtet, dass wenn ihr jetzt den Oberkörper nach vorne dreht, ihr auch wieder nach vorn ausgerichtet seid. Der linke Fuß versucht auf Höhe vom rechten Knie zu gehen und dann lege ich vorsichtig das Bein um. Wie gesagt, ihr könnt euch einen Block zwischen rechten Fuß und linkes Knie nehmen. Ihr könnt wirklich aufrecht bleiben, wenn ich merke, die Vorbeuge macht eigentlich eher wieder zu statt auf. Ihr könnt euch erhöht setzen. Das hilft uns auch natürlich, da die Hüfte loszulassen. Also oft ist das die beste Möglichkeit, wenn die Hüften sehr zu sind, dass wir uns wirklich auf einen Polster setzen. Wenn ihr die Position gefunden habt, vielleicht könnt ihr langsam nach vorn überbeugen. Lasst euch Zeit. Atmet. Denkt so ein bisschen zurück an das, wo wir uns gesteigert haben. Ihr dürft ruhig bei 70% beginnen. Immer mit dem Fokus auch auf dem linken Knie, da will ich natürlich keinerlei Druck spüren. Das wäre so eine klassische Yin-Position, wo wir sagen, wir bleiben länger. Wir geben dem Körper da wirklich Zeit. Die braucht er, um sich auch einzurichten. Es ist recht ungewohnt, nichts, was sich so schnell findet an Position im Alltag. Durch die tiefe Atmung, die wir beibehalten, könnt ihr aber in gewisser Weise auch euch wirklich schützen. Achtet ein bisschen drauf, wenn ihr diese Yin-Positionen macht, wo wir klassisch dann die Ujjayi-Atmung ja lösen, dass ihr nicht zu tief geht.
Leider merkt man es dann oft erst beim Rausgehen oder später. Also zumindest so eine sanfte Ujjayi-Atmung kann helfen. Die hält auch dann ein bisschen dieses Mobilisieren weiter im Körper. Durch die Atmung findet Bewegung statt. Auch im ganz Kleinen, auch in der Hüfte. Einatmen, lösen wir die Position auf. Ausatmen, kreuzen die Füße links vor rechts. Nehmt bewusst die andere Variante. Versucht es durchzuwandern. Die Knie ganz heranzuziehen, die Hüften kräftig halten. Und die Füße versuchen nach hinten durchzuziehen. Super. Die Arme, Roxanne, nicht zu breit. Dann wird es mit dem Durchziehen wirklich schwierig. Ich muss relativ schmal arbeiten, wenn ich irgendwann das in einen Sprung vielleicht dann verwandeln möchte. Richtet euch in der V-Stellung ein. Spürt wieder, wie die nächsten Bewegungen fließen. Der Körper ist so offen, so kräftig. Einatmen, Sprung nach vor, halbe Vorbeuge, ausatmen, schließen. Einatmen, das Öffnen nach oben, aus, Samastiti. Ein, die Arme anheben, aus in die Vorbeuge. Ganz aufmachen, Monika, bei der halben Vorbeuge. Spürt diese Bewegung im unteren Rücken. Aus in den Stütz und absenken. Einatmen in die Kobra. Aus in die V-Stellung. Halt nicht zu viel, Roxanne, im Nacken. Auch wenn du dann nochmal hinschaust, zuerst vielleicht in der Bewegung wirklich von das Kind zur Brust und dann kann ich nochmal heben. Mit der nächsten Einatmung versuchen wir ins Sitzen zu kommen. Vielleicht ist es wieder so ein Durchwandern. Und dann richten wir uns im Langsitz mit der Ausatmung aus. Die Hände seitlich neben dem Gesäß, der Oberkörper aufrecht. Die Knie eventuell leicht gewinkelt. Heben wir mit der Einatmung die Arme. Ihr senkt mit der Ausatmung vorn über und greift die großen Zehen und richtet euch für die erste Vorbeuge. Wir öffnen nochmal, dann wieder so auf diesen 70-80% ein. Wenn ich sehr offen bin, können die Beine natürlich gestreckt sein, aber beobachtet, nehmt euch bewusst dieses Stückchen zurück. Spürt, wie mehr Fokus bleibt für Bandas und Atem. Ich spüre trotzdem Dehnung. Ich spüre die Arbeit über die Energiebahnen, dieses Öffnen jetzt vor allem entlang der Körperrückseite, Niere, Blase. Und in einer zweiten Vorbeuge geht sie dann wieder weiter. Ihr könnt die Hände auf die Außenkanten oder vielleicht schon rundherum greifen lassen. Und geht es Richtung 90-95%. Findet seine Balance zwischen dieser Dehnung, die ihr möchtet, über die Beinrückseite, aber auch noch einer gewissen Länge entlang der Wirbelsäule.
An sich ist die Tendenz dann eher dieses Nachvorschieben aus dem unteren Rücken. Das fällt uns natürlich durch die Verkürzung oft sehr schwer, aber zumindest im Ansatz versucht es, dass das da ist, dass ihr euch nicht in diese Rundung zu sehr hineinlasst. Vor allem, wenn wir so aktiv in eine Vorbeuge gehen, wenn wir dann ganz loslassen, ist es natürlich was anderes. Einatmen, richtet euch auf. Aus, greift hinter das Becken zurück. Beginnt, wie wir es schon im Fersensitz hatten, noch mit dem Gesäß am Boden. Einmal für ein paar Atemzüge in diese sanftere Purvottanasana-Variante zu kommen. Spürt, wie schon ein bisschen Gewicht zuerst in die Hände hineinsinkt, den Ballen am Boden verankern lässt, den Handballen, und dann nehme ich das Gewicht durch diese Außenrotation in den Oberarmen, durch die Länge in den Oberarmen, durch das Brustbein, das hebt. Und dann könnt ihr weitergehen, wenn ihr wollt, und das Becken heben. Bleibt aber auch, wenn euch das heute stimmiger erscheint. Wer wirklich abhebt, denkt dran, die Hüfte strecken zu wollen, den Riss lang zu machen, die Fußsohlen zum Boden zu holen. Und ausatmen, wieder lösen. Einatmen, holt die Knie heran, kreuzt mit dem Ausatmen und geht's noch einmal ins Vinyasa, bevor wir dann sanfter noch mit so Asana-Variationen weitergehen. Kommt wieder durch ins Sitzen, denkt dran, auch da zu wechseln, nicht immer rechts vor links oder links vor rechts. Kommt wieder in Dandasana an und stellt das rechte Bein auf. Greift das rechte Knie mit beiden Händen. Löst dann langsam das linke Bein vom Boden. Zuerst löst der rechte Fuß hier ein bisschen in die Rücklage und dann löse ich den linken Fuß und strecke den linken Riss genauso wie den rechten. Aus der Position versuchen wir langsam abzurollen. Das heißt, ihr geht einmal zu diesem Punkt, wo ihr merkt, ihr kippt übers Becken und der untere Rücken legt ab. Wenn der untere Rücken abgelegt hat, kommt es nochmal über das rechte Knie näher zum Brustraum. Lasst den Blick beim Nabel oder Richtung linken Fuß gehen. Haltet ein bisschen die Position. Atmet tief. Legt dann langsam den Oberkörper ab. Haltet noch das linke Bein knapp über den Boden auf Zug. Atmet. Gibt es den einatmenden Raum. Und dann holt euch das linke Knie so in die rechte Kniekehle. Also ich lasse ein bisschen Raum rechts und dock mit dem linken Bein an. So als würde ich die Beine überschlagen. Ich lasse die Hände wechseln Richtung linkes Knie, wenn das möglich ist. Und ziehe die Knie Richtung Brust heran in dieser überschlagenen Variante. Lasst es euch Zeit, vielleicht ist nochmal so ein sanfter Zug spürbar über die rechte Oberschenkel, die Rückseite hinein ins Gesicht. Tiefe, lange Atemzüge. Stellt euch schon mal euren rechten Unterschenkel vor. Geht's ganz bewusst einmal jetzt mit dem Üben in ein sich selbst berühren. Das heißt, wir lassen die linke Hand jetzt zum rechten Fuß gleiten, aber streift es dabei einmal wirklich über den Unterschenkel, über diese Außenseite drüber.
wie als würdet ihr euch auch bewusst was Gutes tun wollen mit der Berührung. Wie ein Streicheln, ein Ausstreichen, bis ich die Fußaußenkante, ich hole sie ein bisschen zu mir her, vom rechten Fuß fassen kann. Dann lassen wir das linke Bein entlang vom Boden ausgleiten, das streckt dann und legt ab. Der rechte Arm zieht in dieser waagrechten Linie zur Seite, streckt weg vom Oberkörper, die rechte Handfläche zeigt nach oben. Der Atem fließt. Versucht das Sprunggelenk im rechten Fuß stabil zu halten und mit diesem Gefühl, dass der rechte Fuß in die linke Hand Druck gibt, dann langsam in die Rotation zu gehen. Das heißt, ich schiebe. Für die, die sehr offen sind, wird es möglich sein, das rechte Bein gestreckt dann rüberzulegen. Ich will aber auch noch diesen Kontakt über das rechte Schulterblatt zum Boden. Letztendlich hebe ich vielleicht kurz den Kopf an und drehe über die rechte Seite. Wenn es euch angenehmer ist, kann die linke Hand auch irgendwo zum Schienbein wandern. Ganz wie es für euch stimmig ist. Schaut, dass ihr wieder eine Balance findet, auch was so euer Gewicht betrifft, den Schwerpunkt. Fühl über beide Seiten nicht verankert, über die rechte im Arm, im Schulterblatt, über die linke durch diese Rotation, durch die linke Außenseite, die mehr aufliegt. Ihr dürft gern den Atem jetzt bewusst noch länger werden lassen. Wir gehen in ruhigen Wechseln dann noch über Asanas zur anderen Seite. Langsam winkelt euer linkes Knie, zieht das linke Knie ein bisschen in die Beuge. Und erst dann dreht es Richtung Mitte zurück, löst den Kontakt zum rechten Fuß und habt beide Knie Richtung Brust herangezogen. Die Hände gehen dazu und der Rücken schiebt in die Matte. Wir nehmen die Finger Richtung Kniekehl. Ihr könnt es gerne ein paar Mal, wenn euch das gut tut, in das Rollen gehen, bevor ihr wirklich wieder aufrecht bleibt. Also wenn ihr möchtet, schwingt euch im wahrsten Sinne des Wortes ein auf die Bewegung und beginnt dann ein paar Mal mit der Einatmung hoch, mit dem Ausatmen zurückzugehen. Ihr könnt es natürlich weit Richtung Schultern rollen, wenn euch das angenehm ist. Und irgendwann findet ihr euch wieder ein im Sitzen. Das darf dann gern schon mit dieser gebeugten Haltung sein, die sich über die Knie ergibt. Und dann wechseln wir in Ruhe die Seite. Lasst euch Zeit. Wenn ihr im Sitzen seid, ist das linke Bein aufgestellt. Zuerst löst der linke Fuß. Ich spüre ein bisschen, muss ich meine Rumpflinie sozusagen nach hinten verlagern und dann kann ich den rechten Fuß vom Boden abheben. Streckt über beide Füße, macht den Rist und die Zehen lang. Und kontrolliert wirklich gut über die Körpermitte. Wenn das zu viel ist natürlich, dann finde ich mir über die Hände vielleicht eine Hilfe. Aber ansonsten versucht es einmal zum unteren Rücken zu rollen und dann merke ich, die Hüfte hält da mit. Jetzt, wo ich am unteren Rücken bin, kann ich das linke Knie wieder mehr heranziehen. Und dann rolle ich langsam über den Rest der Wirbelsäule ab, lege den Hinterkopf ab. Das rechte Bein bleibt knapp über dem Boden und ihr dockt dann mit dem rechten Bein auf der Rückseite vom linken an. Ihr wechselt mit den Händen aufs rechte Knie, wenn das möglich ist. Nicht einfädeln den Fuß, sondern Monika, wie es würdest du überschlagen. Aber links über rechts, sonst hast du wieder die gleiche Seite. Genau.
Wenn es euch möglich ist, Steff, könnt der rechte Arm auch wirklich von oben drüber gehen. Probier mal, ob sich's ausgeht. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Öffnung. Wenn ihr versucht, das Kreuzbein trotzdem zu verankern, die Knie gleichzeitig herzuziehen, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Dehnung aufbauen. Der Atem fließt, ihr dürft die Augen auch schließen, wenn ihr möchtet. Ihr lasst es dann wieder ganz bewusst die rechte Hand übers Schienbein drüber gleiten Richtung Fußaußenkante. Streicht drüber über euren Riss, bis ihr am Schluss die Fußaußenkante, die so ein bisschen heranzieht und das Sprunggelenk dadurch fixiert, greifen könnt. Das rechte Bein legt am Boden ab, der linke Arm geht mit der Zeit zur Seite, diese waagrechte Linie. Und denkt daran, ein bisschen Druck mit dem Fuß in die Hand zu bringen. Das linke Schulterblatt zu verankern und langsam in diese Drehung hineinzufinden. Wer sehr offen ist, streckt im linken Bein. Denkt aber dran, wenn ihr dann drin seid, dass das linke Schulterblatt möglichst noch aufliegt. Lasst den linken Handrücken Richtung Boden kommen. Hebt, wenn ihr möchtet, nochmal den Kopf und dreht in Richtung linke Seite. Atmet. Versucht, falls noch Spielraum da ist, die linke Hüfte fast so ein bisschen nach außen zu rotieren. Die rechte Hand kann, wie gesagt, auch irgendwo entlang vom linken Bein. Und diesen Impuls, dass das rechte Bein beugen will, den spürt man, glaube ich. Und dem gebe ich irgendwann dann nach. Ich beuge das rechte Knie, ich lasse den Kopf zurückdrehen. Ich lasse dann den Kontakt der linken Hand zum Fuß los. Die beide Knie Richtung Brust heran. Und roll wieder in diese mittig ausgerichtete Position zurück. Beide Hände nochmal auf den Knien. Bleibt ein paar letzte Atemzüge in dieser Apanasana-Position, bevor ihr euch dann für Shavasana ausrichtet. Geht eine Position, die euch angenehm ist. Spürt es ein bisschen rein. Ihr könnt euch natürlich auch noch sanft durchbewegen. Sucht diese Weite in Shavasana. Kommt dann über die Atmung zur Ruhe.
Entspannst die Füße, die Unterschenkel, die Oberschenkel. Lass das Becken sinken. Falls über die Rückseite in den Boden, unterer, oberer Rücken, Schulterblätter. Lass die Oberarme los, die Unterarme, die Hände. Spürt das Gewicht vom Kopf, gebt es ab, sodass sich der Nacken und der Halsbereich, das Gesicht entspannen können. Der Brustraum ist offen und weit. Das Herz ist offen. May your grace, I am, by your grace, I am, I come to life in you, you come to life in me. I come to life in you, you come to life in me. Shiva, Shiva, Mahadeva. Shiva, Shiva, Mahadeva. Ganz langsam beginnst dann wieder hineinzuspüren. Findet euren Weg zurück im Sitzen, in eurem Tempo, ganz in Ruhe. Schließen ein letztes Mal im Sitzen die Augen. Halten die Hände vor der Brust. Verneigen uns vor uns selbst und voneinander.
Danke, Marietta.